Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Neuigkeiten zu Neville, Rich Swann verhaftet und muss Sheamus seine Karriere beenden? Einigen von euch ist es vielleicht aufgefallen, dass Asuka jetzt, wo sie in den Main-Shows ist, nicht mehr den Asuka-Lock macht, sondern einen Cross-Armbreaker als Finisher verwendet. Hierzu gibt es Spekulationen, warum man das Ganze jetzt so dreht, und zwar diese betreffen Ronda Rousey. Sie steht ja kurz davor, mit der WWE einen Vertrag einzugehen und trainiert ja auch schon im Performance Center auf ihren Weg in Richtung WWE und dem Wrestling. Und der Cross-Armbreaker war eigentlich in der UFC ihre Paradeaktion, mit der sie sehr viele Kämpfe gewinnen konnte. Und hier könnte man also auf lange Sicht auf ein Match zwischen Asuka und Ronda Rousey aufbauen. Ja klar, momentan wird eine Feder aufgebaut zwischen Daniel Bryan und Shane McMahon. Die Kontrolle von SmackDown wackelt so ein bisschen. Beide sind sich nicht immer einig in ihren ganzen Aktionen. Und das Ganze wird also weiter in diese Fehde gesteckt. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, das Ganze denn auch in ein Match zu verbauen. Denn Daniel Bryan hat weiterhin keine In-Ring-Freigabe. Und Vince McMahon hat ihm jetzt nochmal klar gemacht, dass nur der WWE-Arzt Dr. Maroon entscheiden darf, ob Daniel Bryan eingesetzt wird oder nicht. Dennoch hat Daniel Bryan ja schon angekündigt, wenn sein Vertrag im September nächsten Jahres ausläuft, dass er auf jeden Fall zurück zum Wrestling gehen wird, aber halt nicht für die WWE. Schon allein aus diesem Grund wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, Daniel Bryan davon zu überzeugen, bei der WWE zu bleiben, indem man ihm vielleicht auch nur ein Match gibt oder so. Generell ist aber kein Match zwischen Shane und Daniel Bryan geplant. Dann noch einiges zu der Tour, die man mit Tour 5 Live im nächsten Jahr anfangen möchte. Man hat jetzt erstmal einige Shows im Januar und einige Shows im Februar geplant mit dem Tour 5 Live Roster. Und dort wird man dann sehen, ob man aus diesem Ganzen auch Profit schlagen kann, damit man dann vielleicht danach weiter mit diesen Live-Shows macht. Hier ist natürlich eine gute Möglichkeit für Cruiserweights, dort eingesetzt zu werden, obwohl sie sonst nicht in Tour 5 Live oder bei Raw eingesetzt werden. Außerdem geht man auch davon aus, dass einige Leute aus NXT mit dem Tour 5 Live Roster auf Tour gehen können und hier auch einige Tryouts für Cruiserweights stattfinden könnten. Das Ganze kann man also alles mit in diese Live-Tour verbauen. Nur halt die Frage, wird das Gewinne machen oder nicht? Im Februar laufen bei TNA 3 Verträge von Wrestlern aus, die also dann danach die Möglichkeit hätten, zu anderen Promotions zu wechseln oder halt bei TNA den Vertrag zu verlängern. Diese 3 Superstars sind Eddie Edwards, Bobby Lashley und EC3 Ethan Carter III, der vorher auch mal bei NXT war. Und hier ist sehr interessant, dass Impact ja momentan immer noch sehr damit beschäftigt ist, ihre ganzen Ausgaben zu verringern, damit sie dann vielleicht auch irgendwann mal wieder mehr Gewinne machen. Das heißt, diese beiden Superstars werden höchstwahrscheinlich nicht wieder einen normalen Vertrag angeboten bekommen von Impact, sondern man wird sie eher pro Tag bezahlen. Das heißt, man kann sie nicht wirklich für diese Company halten. Bobby Lashley geht dann höchstwahrscheinlich Vollzeit in Richtung MMA. Was mit EC3 wird, weiß man noch nicht so richtig. Der hat zwar bei Impact einen ziemlich geilen Charakter aufgebaut und ist auch bei den Fans sehr beliebt, aber nimmt man ihn zurück zu NXT? Weiß man nicht. Dennoch sieht es für Eddie Edwards ganz gut aus, denn hier hat schon WWE und Ring of Honor gesagt, dass sie auf jeden Fall Interesse haben, ihn zu sich zu holen. Bei der WWE wäre es dann natürlich auch eher für NXT. Trotzdem sehr interessant, und da muss man halt wieder auf Februar warten, wie es denn aussieht. Es gab ja erst vor kurzem den Pay-Per-View-Kalender für 2018, aber vielleicht gibt es doch noch eine große Veranstaltung, die dort mit reingeschoben wird. Und zwar überlegt man zurzeit, ob man einen Pay-Per-View in Australien veranstalten möchte. Das Ganze würde denn unter dem Namen Global Warming laufen. Denn so eine Veranstaltung hat man in Australien schon mal 2002 gemacht, wo man 50.000 Leute in die Halle ziehen konnte. Hier möchte man denn natürlich noch einen draufsetzen und plant bis zu 100.000 Plätze für diese Veranstaltung ein. Soviel also zum etwas dünneren Pay-Per-View-Plan, kann also sich alles auch noch wieder ändern, und dann bekommen wir doch noch 1000 Pay-Per-Views wieder dazu. Mal schauen, wie es läuft, aber in Australien, also ein Pay-Per-View außerhalb von Amerika und Kanada, das ist auf jeden Fall schon mal was Interessantes. Alexa Bliss und Sasha Banks haben jetzt Geschichte geschrieben, indem sie während einer Live-Tour in Abu Dhabi das erste Frauen-Wrestling-Match
überhaupt gemacht haben. Dazu haben die beiden auch neue Klamotten bekommen, denn in Abu Dhabi ist es nun mal den Frauen verboten, sich öffentlich so freizügig zu präsentieren. Das heißt, sie mussten hier komplett Ganzkörperkostüme tragen. Trotzdem Geschichte geschrieben, aber an sich natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen fragwürdige Ansätze da drüben. Aber okay. Nachher übrigens wurde Sasha Banks in einem Interview befragt, ob sie glaubt, dass es einen Frauen-Royal Rumble-Match geben wird. Und sie meint dazu, ja, sie geht fest davon aus, dass das passieren wird. Klar hat die WWE das noch nicht bestätigt, aber sie sagt erstmal, dass sie das glaubt. Also können wir weiterhin gespannt sein. Kevin Nash hat sich jetzt einer Knieoperation unterzogen. Er hatte schon einige Zeit Probleme damit. Und dennoch ist er bestätigt für die 25 Jahre Episode von Raw und er geht auch momentan davon aus, dass er dort dabei sein wird. Natürlich kommt jetzt nach der OP erstmal wieder Reha-Maßnahmen und so weiter, trotzdem gibt er sein Möglichstes, um bei dieser Raw-Veranstaltung dabei zu sein. Für den Pay-Per-View Elimination Chamber, der für Raw kurz vor WrestleMania sein wird, wurde jetzt nicht Brock Lesnar bestätigt. Das heißt, im Moment sieht es so aus, dass er nicht bei diesem Pay-Per-View dabei sein wird. Hierzu natürlich, ja, wow, er ist ja bei kaum einem Pay-Per-View dabei, also natürlich ist er nicht da. Aber es ist nun mal der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania und da er da ja nun mal seinen Universal-Titel auf jeden Fall aufs Spiel setzen muss, ja, ist das natürlich wieder schwierig, dass er einen Pay-Per-View vorher nicht dabei ist. Dennoch gibt es ja das Gerücht, dass ein SmackDown-Superstar möglicherweise den Royal Rumble gewinnen könnte und dann beim Elimination Chamber der Number One Contender für Raw bestimmt wird. Das heißt, Brock Lesnar müsste dann in diesem Szenario auch wirklich nicht anwesend sein. Aber wir werden es sehen. Auch zu James Storm gibt es einige Informationen. Der hat ja Impact Wrestling verlassen und viele gingen davon aus, dass er jetzt wieder zurück zu NXT geht. Denn im letzten Jahr war er einmal ganz kurz bei NXT und hat sich danach aber nicht für die WWE, sondern für Impact entschieden. Jetzt ist er also wieder bei Impact raus und nimmt Bookings an. Und das ist ja eigentlich immer so ein Zeichen, dass die Leute dann nicht zur WWE gehen. Meistens ist es so, wenn Indie-Wrestler aufhören, Independent Bookings anzunehmen, dann sieht es meistens nach einem WWE-Auftritt aus. Das Ganze sieht aber hier jetzt erstmal nicht so aus. James Storm nimmt also Independent Bookings an. Somit besteht erstmal nicht die Chance, dass wir ihn bei NXT zurücksehen. Aber es kann ja auch sein, dass die WWE erstmal abwarten möchte, bis die 90 Tage Non-Compete-Klausel von Impact aufhört. Die gibt es wohl nicht in dem Impact-Vertrag, trotzdem ist die WWE das so gewohnt, das mit einzuplanen. Deswegen, es könnte auf jeden Fall passieren, dass wir im nächsten Jahr James Storm bei NXT sehen. Und gerade das Aufeinandertreffen von ihm und Bobby Roode wird, glaube ich, sehr interessant werden. Aber im Moment erstmal nicht. Auch zu Neville gibt es Neuigkeiten, denn Neville ist im Moment immer noch Teil der WWE. Sein Vertrag wurde nicht aufgelöst, er ist noch dabei. Jetzt gab es natürlich einige Gespräche zwischen den beiden Parteien und eigentlich ging man auch davon aus, dass das Ganze ganz gut verläuft und dass Neville wohl wieder zurückkehren wird. Es wurde ihm hier wohl angeboten, dass er nicht zu Tour 5 Live zurückkehrt, sondern ins SmackDown-Roster kommt. Das wäre auf jeden Fall für ihn eine ziemlich geile Sache, aber es ist nicht passiert. Das heißt, vielleicht gab es hier doch wieder erneute Streitereien. Oder man hat das kurzfristig wieder alles verworfen, die Pläne mit ihm. Also Neville, wie gesagt, immer noch Teil der WWE, aber keine Sicht auf Comeback, obwohl es mal kurz davor war. Alles noch ein bisschen komisch. Und dann ging es gestern heiß her, denn Rich Swann ist gestern in den Knast gekommen und wurde von der WWE auf unbestimmte Zeit suspendiert, weil es einen Zwischenfall mit ihm und seiner Frau gab. Seine Frau ist auch Wrestlerin und heißt Su Young und diese hat wohl bei einer Veranstaltung keinen wirklich guten Job gemacht und so haben sie auf dem Weg nach Hause darüber diskutiert. Rich Swann war halt irgendwie sauer gewesen, weil sie nicht gut war. Es gab ein Wort zum nächsten und es gab wohl irgendwie eine Streiterei. Und das, was jetzt folgt, sind Zeugenaussagen und Sachen aus dem Polizeibericht. Und zwar soll es jetzt so gewesen sein, dass sie so sauer war, dass sie das Auto verlassen wollte. Und so ist sie, als das Auto ein bisschen langsamer wurde, aus dem Auto gesprungen und von Rich Swann weggelaufen. Der stand also mitten im Verkehr mit seiner Karre. Beide sind dann ausgestiegen und weggelaufen. Und jetzt soll es wohl so gewesen sein, dass er sie in den
Padlock genommen hat und zurück zum Auto gezerrt hat, während sie dann auch noch im Auto an die Scheibe geklopft hat und nach Hilfe gerufen hatte. Daraufhin wurde natürlich die Polizei verständigt und so weiter und dann wurde das Auto später angehalten und beide wurden erstmal mitgenommen. Woraufhin dann Rich Swann erstmal in den Knast durfte und die WWE halt dieses Announcement rausgehauen hat, dass er auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde. Laut der Aussage von Rich Swann war das alles gar nicht so. Die ganzen Zeugen haben irgendwie voll übertrieben und die Frau ist selbst wieder zurück in das Auto gestiegen und dann sind sie halt beide weitergefahren. Also das hat sich denn wohl alles wieder relativ schnell aufgelöst und ein Richter hat auch schon für ihn entschieden. Das heißt, er ist jetzt auch schon wieder auf freiem Fuß und jetzt ist natürlich die Frage, wie die WWE darauf reagiert. Denn so eine Geschichte, da ist die WWE sehr empfindlich. Und das wahrscheinlich auch zu Recht. Und zudem kommt noch, dass Rich Swann heute Abend bei Raw gegen Drew Gulak ein Number One Contender Match um den Cruiserweight-Titel haben sollte. Also, dass dieses Match hier stattfindet, da gehe ich mal nicht von aus. Denn ich glaube, wenn Rich Swann jetzt rauskommt, wird er so krass ausgebuht von der Crowd. Aufgrund dieser Story, weil sowas findet eigentlich keiner gut. Aber es ist ja auf jeden Fall eine krasse Geschichte und dann werden wir in der nächsten Zeit auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hören. Und dann noch zu einer schlechten Nachricht, die möglicherweise sehr, sehr schlecht sein kann. Und zwar war ja Sheamus letzte Woche nicht bei der Raw-Episode und war bei seiner Familie in Irland. Und jetzt kam aber noch dazu raus, dass Sheamus momentan mit einer Verletzung kämpft, die möglicherweise sein Karriereende bedeuten kann. Denn es handelt sich hierbei um eine Spinalstenose, also eine Verengung des Wirbelkanals. Und das ist genau die gleiche Verletzung, die auch Edge und Stone Cold Steve Austin dazu gezwungen hat, ihre Karrieren zu beenden. Und das Ganze hat Sheamus wohl jetzt auch. Jetzt müssen natürlich noch weitere Tests gemacht werden, wie das jetzt mit Sheamus weitergeht. Aber es könnte sein, dass wenn sich das wirklich alles bestätigt, dass er hier auch seine Karriere beenden muss. Ja, Freunde, viele nicht so erfreuliche Nachrichten. Trotzdem heute Abend Livestream Call of Duty Community zocken. Ihr dürft also mitmachen, wenn ihr Bock habt, auf der PS4. Heute Abend 20 Uhr im Livestream sein auf Twitch. Und ansonsten natürlich trotz aller schlechten Nachrichten einen Daumen nach oben geben. Nicht vergessen, eure Meinung zu allen Themen in die Kommentare. Ansonsten natürlich diesen Kanal hier auf YouTube kostenlos abonnieren. Wenn ihr meine Videos eher sehen wollt oder Raw und Smackdown Reviews wöchentlich, dann könnt ihr mich gerne noch auf Twitch abonnieren. Da gibt es das alles oder auf Supportingly oder Patreon. Alles in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.